Ich so, wurscht, komm. Nee. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Okay, funktioniert ja. Was ist denn? Okay, na, dann lesen wir heute mal den Chat am Handy mit. Passt auch. Ja, wir starten jetzt. In Folge mussten wir Wind und Regen. Bevor ich jetzt aber starte, ich habe die Folge deswegen schon gesehen, weil es das Finale war. Und ja, ich wollte das einfach mit den anderen sehen. Und vor allem, weil ich drauf gekommen bin, ich habe letztens einiges vergessen zu sagen. Die Nacht auf der Hütte, auf die bin ich gar nicht eingegangen. Das war noch richtig, richtig lustig, weil ja, wir waren alle ziemlich K.O. Und am lustigen war irgendwie der Bichl. Der hat, der war komplett erledigt. Der hat dann oben richtig schnell geschlafen. Wir haben zuerst alle nur so zwei Hauptspeisen gefressen, irgendwie Kaiserschmarrn und was war das andere? Kaiserschmarrn und was war das? Schweinsbraten, genau. Schweinsbraten, glaube ich, war das zweite. Und der Bichl ist dann am Tisch, glaube ich, schon öfters immer ein bisschen eingemützt und der hat sich dann ins Bett gelegt, der war so der Erste und wir haben so oben einen Schlafraum gehabt, da waren irgendwie alle Betten. So, die Frauen haben ein eigenes Zimmer gehabt und wir Männer waren halt eigentlich, glaube ich, alle so irgendwie in einem Raum. Und es war halt so ein Matratzenlager und der Bichl ist halt neben mir gelegen und ohne Witz, der war so schnell weg, dann hat er geschnarcht und er hat einfach geredet. Im Schlaf, so nach 10 Minuten Schlaf, hat der schon das Reden angefangen. Wir haben so die Gaudi gehabt, wir haben so gelacht und es ist so der Sturm draußen gegangen. Also ursprünglich wäre ja geplant gewesen, dass wir draußen schlafen. Das ist aber, hat dann aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert und das Wetter hat komplett reingekickt, also wirklich komplett. Jetzt schauen wir nochmal hier. Auf jeden Fall hat der Bichl, der hat so arg geschnarcht und so viel geredet, das war einfach so witzig. Ja, genau. Und wir hätten niemals draußen schlafen können. Es ist so der Sturm gegangen auf die Nacht, dass ein paar, obwohl das Fenster geschlossen war, ich glaube, der Max hat das letztens angesprochen, der hat einfach geglaubt, das Fenster ist offen, weil der Wind so gegen das Pfiffen hat, das war einfach komplett brutal. Also es war komplett heftig. Ja, genau. Und ja, nächsten Tag frühstücken und so weiter, das war ja, aber ich wollte nur mal kurz auf die Nacht eingehen, weil das ganz, ja, ganz lustig war. Wir haben Gipfel erklommen und sind über einen nassen Klettersteig die Racks abgestiegen. Das Rennen war hart und die Teams lieferten sich ein faires Kopf-an-Kopf-Rennen im Wettkampf um die beste Zeit. Wer Folge 4 verpasst hat, schaut sie euch noch gerne an. Ansonsten wünsche ich euch... Schaut schon ein bisschen fertig aus. Aber ich weiß nicht, schau mal, wenn man es zusammenstellt. Ja. Da ist relativ spitz und da ist halt. Tut schon weh. Also ich merke es ein bisschen, aber es geht nicht. Nein. Was? Gott, mit meinem Teambuddy das nicht erwähnt wird. Er hat nämlich jetzt einen Stock in der Hand. Was in dieser Folge nicht erwähnt wird, beziehungsweise nicht gezeigt wird, wir haben uns so richtig überschlagen und dann wollte ich das zuerst vertuschen. Die anderen haben das natürlich gesehen. Da waren wir gerade mit dem Team von Robert und Max, ja, hab mir gesehen, ja, haben konkurriert. Man hat den Sturz leider nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall hat es mich da voll überschlagen. Und ich wollte das halt dann voll vertuschen. Und habe mir aber schon gedacht, so irgendwie funktioniert das nicht, weil es hat schon richtig weh da. Also es hat wirklich richtig weh da. Und da, das ist nicht erwähnt worden. Der Robert, der ist ja im Pflegebereich tätig, der hat das sofort gecheckt und der war tatsächlich, ja, hat der sofort seine Hilfe vorgeschlagen, hat gesagt, jo, soll man sich den Fuß anschauen, soll man verbinden etc. Also der war da gleich komplett, obwohl er im gegnerischen Team war, gleich extremst hilfbereit, aber ja, mein Ego hat gesagt, na, du bist in einem Gegnerteam, das kann ich nicht machen, das kann ich nicht vereinbaren. Ja, dann haben wir dann Stecken da im Geh geschnappt und habe halt geschaut, dass ich irgendwie runterkomme. Ja. Warum das passiert ist, es war einfach absolut naiv. Es war absolut naiv einfach, ja, dass ich da gerannt bin und das war alles ein kompletter Fail. Ja, was recht viel mehr kann ich da eigentlich nicht dazu sagen. Ja, so viel zu dem. Es hat richtig weh da, es hat wirklich, wirklich weh da. Jetzt machen wir mal das Gedanken, warum man einen Stock in der Hand hat. Naja, weil er leicht umgeknickt ist. Warum ist er leicht umgeknickt? Ja, genau. Weil er einen Schmäh machen wollte mit Max. Und weil es ihm auf einer Schotterstraße auf die Fressen gehauen hat. Ja, aber
ohne Scheiß, ich gehe jetzt da sowieso ab. Also so fix, Alter. Scheiß auf meinen Fuß, wirklich. Ja, geil. Wir sind jetzt dann schon im sehr bewaldeten Gebiet. Das ist wieder von der Temperatur her ein extremer Unterschied. Das ist der Wahnsinn. Da oben auf war wirklich kalt, teilweise. Da ist jetzt zum Aufpassen, hinter uns ist eben der Robert und der Max weiter. Es ist halt einfach so, irrsinnig viel Wurzeln, ziemlich steil teilweise, irrsinnig viel nasse Steine. Und ja, ist halt jetzt noch aufzupassen. Deswegen haben wir jetzt da aber nicht viel. Ja, Leute, an die, die was im Chat sind, ich kann den Chat nicht lesen. Weder am Handy, nur auf dem PC. Ich weiß nicht, was heute schon wieder. Es ist schon wieder absoluter Krampf. Also ja, keine Ahnung. Es nervt wirklich. Es ist. Man stört immer alles ein, dann stürzt OBS wieder ab und es funktioniert gefühlt nichts mehr. Wie kann ich jetzt zumindest hier im Chat lesen? Geht auch nicht. Ich kann einfach im Chat nicht lesen. Junge, was? Ernsthaft jetzt, was ist das? Das ist sowieso irgendwas? Hä? Was? Heute funktioniert ja gar nichts. Hä? Ja, Alter, was? Ich probiere jetzt nochmal das in den Chat irgendwie einbringen. Das ist ja wirklich, es ist brutal. Warum funktioniert denn das halt nicht? Hallo Chat, ja, ja, ich hab das da was. Hier, Alter, ah, da ist er, okay. Flo hat vermutlich vorher schon das Bein abzuschneiden. Ja, okay, jetzt kann ich zumindest da gerade mal ein bisschen in den Chat lesen. Es wäre jetzt geil, bitte funktioniert jetzt einfach. Flo hat vorgeschlagen, den Bein komplett. Ah, und weg ist er. Jetzt ist er wieder da, okay. So, ja, safe. So, sorry für die Verzögerung, jetzt soll es funktionieren. Hoffentlich. Also echt aufpassen musst, ja. Wo du hinsteckst. Müsst du aufpassen, du darfst nicht umwegeln. Ja, jetzt rutscht da schon wieder da hinten. Der Flo hat vorgeschlagen, dass er mich runter. Nachdem die Teams den Wald verlassen, beginnt der Zielmarsch zur letzten Station und dem Stopp der Zeitnehmung. Bei der letzten Station steht die Navigation mit Karte und Bussole im Mittelpunkt. Natürlich ist mein Flusswasser immer so eine Sache, ne? Es kommt so da aus den Bergen. Aber wir wollen sicher sein. Das heißt, ich habe mir so eine Blue Gravel Tablette rein. Was habe ich da? 75 Liter? Ja, ihr müsst jetzt dann ganz kurz aufpassen auf die Hand vom Robert. So, jetzt gleich. Bitte, auch eine halbe. Da, jetzt, Liter. Der Move. Oder auf den Mund. Ja. Also das passt. Haben Sie das gesehen? Es ist so geil, ist mir am Anfang schon aufgefallen. So. Er hat ein Dreiviertel Liter Wasser und will halt das mit der Tablette reinigen, was eigentlich richtig geil ist. Aber weil da nur eine halbe reingehört, spuckt man die andere einfach aus. Das hat den Move habe ich. Das habe ich so genial gefunden. Ja. Schütteln. Du wirst 10 Minuten und dann kann man schon trinken. So, wir sind jetzt ca. 1,5 Stunden unterwegs. Und befinden uns auf 965 Höhenmeter. Im Robert geht es noch halbwegs gut. Der ist noch dabei. Mir geht es auch halbwegs gut. Ah, das und da runter, da waren so viel so Wurzeln und so. Es war brutal. Da unten wartet es anscheinend noch eine Challenge auf uns. Oder zwei, je nachdem, werden wir dann sehen. Wolf und Flo sind schon wieder Kilometer weit entfernt. Kilometer ist ja übertrieben, aber. Bin gespannt, was jetzt kommt. Schauen wir mal, wir werden das Walkie-Talkie jetzt mal anschauen. Wir hätten uns da unten wieder fast verlaufen. Wer weiß. Also, was hier für. Da unten kommt jetzt so ein Feld, man sieht da das Feld schon da drüben. Da hätten wir sich schon wieder fast verlaufen. Wir sind so runtergekommen und haben wieder keine Ahnung gehabt, wohin. Ja, wir sind da unten kurz beieinander gestanden und dann haben wir sie, die zwei schon runtergekommen, gesehen, wegen seiner orangen Jacken halt. Ja, dann sind wir einfach links gegangen und es war zum Glück richtig, aber da hätten wir sie eigentlich schon wieder fast verlaufen. Zum Schluss nämlich noch. Da hat der Flo noch mal richtig gepusht. Hier Sachen auf uns warten. Team Chaos meldet sich zu Wort. Wir haben den Abstieg geschafft, glaube ich. Ja, wir sind auf der Geraden. Wir sind auf der Geraden. Laut Karten geht es jetzt nur mehr in die Richtung Nasswald. Da sind wir schon da. Ich frage mich nur, wo bleibt die Challenge? Von der wir aufs Ole reden die ganze Zeit. Ich bin schon gespannt. Ich bin nicht gespannt. Doch, wir machen das jetzt auch noch. Ich war einfach immer noch genervt. Das schaffen wir. Sonst, ich könnte mir das nicht verzeihen. Kommt doch auf, was ist. Ich kann das nicht verzeihen.
Kommt drauf an, was ich. Ich hab mir gedacht, der Rumpf ist wieder gescheiter. Ja, aber was. Hä, hey, aber Valerie, das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt, weil das Wetter war ja unten viel gescheiter. Ich meine, gut, wenn es jetzt oben regnet, dann regnet es halt unten auch, okay. Aber es war ja kein Wind und nichts. Also das Wetter war ja eigentlich unten viel, viel geiler. Es war ja um einiges wärmer als da oben. Also das war, also ich habe es unten geil gefunden. Unten war echt top. Also das habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, Stefan geht es leider gerade gar nicht gut mit seinem Knie. Er hat zwar schon Schmerzmittel eingeworfen, aber schauen wir mal, ob die so weit helfen, dass wir überhaupt noch ans Ziel kommen. Mal schauen, ob er kämpft. Echt. Ja, und der letzte Abstieg dann durch den Wald war zwar von der Kulisse her wunderschön, aber meine Knie sind dann, die haben einfach dann nicht mehr gekonnt. Da seht ihr, wie dicht das da ist. Das war halt schon. Oh. Ich lauf mich scheiße. Lauf mich scheiße. Also. Mann. Bist du bunkert, oder? Let's go! Also ich fühle ja laufen normal schon, aber das war. Also da haben wir gewusst, das ist so der Zieleinlauf mehr oder weniger. Aber das hat schon richtig weh da. Also die letzten Meter, die haben schon richtig reingeschallert. Da war ich dann schon. Ja, da war ich schon happy. Ja, Mann. Safe, so eine Station oder was? Fuck, Bussole. Das ist ein Arsch. Ja, schwierig. Bei der Navigationschallenge muss die Karte eingenordet, der eigene Standort bestimmt und die Gradabweichung zwischen zwei verschiedenen Punkten zum eigenen Standort herausgemessen werden. Die Abweichung zwischen dem höchsten Punkt, der Scheibwaldmauer und der weißen Wand beträgt 23 Grad. Servus an die was jetzt eingeschaltet haben. Für die richtige Beantwortung von allen drei Aufgaben können die Teams 3 Zusatzpunkte erringen. So, nur mal ganz kurz Stopp hier. Bussole, jedem, dem was das nichts sagt, so wie mir davor. Es ist so, ja, mehr oder weniger nichts anderes wie ein Kompass, wo du halt so Entfernungen, Höhenmesser und sowas alles rausfinden kannst. Mega komplexes, also das kannst du ausweiten, Ende nie. Es ist gar nicht so einfach. Wir haben davor im Chat, wir haben ja so eine Chatgruppe, so eine WhatsApp-Gruppe, und da ist in Vorhinein gefragt worden, ob wir sowas zu Hause haben. Und wenn ja, quasi so als Tipp, wir sollen halt das vielleicht ein bisschen abchecken. Da habe ich einen Kollegen von mir, einen Spätel von mir, Grüße raus an Gresi, den habe ich gefragt, ob mir das zeigen kann. Und der hat sich am Nachmittag nochmal irgendwie so 2 Stunden oder so, keine Ahnung wie lange das dauert hat, hat er sich Zeit genommen für mich und dann habe ich mich vorbereitet drauf. Ja, das hat vielleicht der ein oder andere ins Lächerliche gezogen, Bichl oder so, also der Bichl vielleicht hat es ins Lächerliche gezogen. Der hat so gemeint, ja, machen wir schon irgendwie. Das Wolf, das erklärst du dann einfach dort vor Ort. Ja, schauen wir mal, wie das ausgegangen ist. Übrigens, ich glaube, ich könnte das jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so. Das muss man öfters machen, weil ja, so easy war das dann nicht. Aber merkt sich in Bichl. Der Bichl hat mich ausgelacht und hat gesagt, so, ja, Wolf, das erklärst du schon. Du zeigst mir das dann schon auf easy. Die Teams werden 10 Minuten. Der hat das vielleicht nicht so ernst genommen als Vorbereitung. Team Echo von Alpha. Jawohl. Lageänderung. Ja, die Bussole, noch nicht. Während Team Charlie bereits die Bussolen-Challenge absolviert hat, müssen die Teams Bravo, Delta und Echo zuerst die Bussole auffinden. Diese befindet sich in ca. 500 Meter Luftlinie südlich der Navigationsstation. Voll. Also die machen Teams jetzt quasi also den gleichen Weg retour, den sie gerade. Die machen jetzt quasi die Challenge, die der Flo und ich oben machen wollten, aber uns haben sie ja eigentlich nur verarscht, weil ja, bei uns war ja gar keine Bussole nicht, aber dort haben sie jetzt wirklich eine Bussole versteckt. Ja, die machen das halt jetzt das letzte Challenge, was natürlich komplett verständlich ist, weil das Wetter ist einfach so schlimm geworden da oben, dass das quasi keinen Sinn gehabt hätte, aber es war bei uns schon extrem grenzwertig, also ja, das. Zum Glück haben wir das da schon hinter uns gehabt, weil ich glaube, bei denen war das halt dann
Schrader. Also die haben dann immer jetzt irgendwie einen Berg rauf und runter so großartig rennen müssen. Aber dafür war das halt jetzt am zweiten Tag, wo alle schon ziemlich kaputt waren. Also ja. Untergekommen sind. Stichwort Belastungsübung. Team Echo verstanden. Aufbruchbereit. So, Challenge accepted. Wir müssen die Bosole finden. Team Alpha hat uns gerade die Anweisung gegeben, nochmal zurückzulaufen. Da gibt es irgendeinen Holzstoß. Und dort müssen wir rechts abbiegen. Und das also irgendwo in der Richtung finden wir dann. Dort, wo die zwei jetzt hingängen, da waren der Flo und die gar nicht. Also ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Das haben wir mehr oder weniger am Vortag gemacht. Was jetzt auch vielleicht ganz interessant ist, was jetzt noch ganz interessant ist, wir haben eigentlich das Ergebnis schon von Anfang an gehabt, nur wir haben da eben so lange diskutiert, weil das viel zu ungenau war. Also deswegen habe ich, wir haben gesagt, wenn, dann wollen wir beide halt, dass wir beide das Go geben für die Antwort, nicht damit sich irgendwie einer benachteiligt fühlt oder so. Und ich habe halt da noch voll lang diskutiert, weil mir ist das nicht eingegangen mit der Karten und dem Spot, wo wir waren, war die Angabe halt so ungenau, weil du halt das, was wir angepeilt haben, das war ja nicht, das war halt einfach der Gipfel. Aber du hast ja von unten den Gipfel des Kreuz und so hast du ja gar nicht richtig gesehen. Deswegen war mir das zu ungenau mit die Grad. Und am Schluss haben wir halt einfach gesagt, okay, bevor die Zeit rausrennt, nehmen wir halt einfach jetzt das. Deswegen haben wir da jetzt irgendwie einen Grad Unterschied oder so, aber das war, wir haben das Ergebnis eigentlich schon länger gehabt und was wir da jetzt gerade noch gemacht haben, war halt rumdiskutieren, ob wir die Antwort riskieren sollen oder nicht, ob das nicht zu ungenau ist. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 23 Grad gehabt, aber es war halt immer so irgendwie zwischen 25, 26 oder so und 20 sowas und du hast ja nur eine Grad Abweichung, das da haben wir halt eben relativ lang diskutiert. Wir haben wieder voll gut zusammengearbeitet, er hat halt dann die Idee gehabt, setz mir einfach meine Gedanken mit dem Anschauen um auf die Karten und dann bringen wir es zusammen. Und wir haben es halt dann probiert und haben halt irgendwas gesagt und ich habe halt gemeint, das ist viel zu weit, dass wir halt viel zu ungenau sind. Ja, voll. Voll. Also ihr seid Team Charlie, oder? Ja, Chaos. Ja, das sieht aus, jedes Team hat sich Team Chaos genannt. Ja. Gelb, Rot, Blau, Rot. Ja. Ihr Blau, Rot, ja. Ich einfach beschädigt, ja, passt. Ja, passt schon, passt schon. Und jetzt Standardbestimmung haben wir, oder? So. Wir sind da bei hinten aus Wald, da. Ja. Und dann sind wir so. Er nimmt ja die Linie da oben. Das nein, ich da schaut sich den Handlinger. Ich nehme die Verbindung. Habt ihr das gesehen? Entnordet? Da. Das da. Das ist das, was man hier sieht. Ey, vielleicht sieht man es mit der Maus, keine Ahnung, ich hoffe, meine Maus sieht man. Das Grüne, das Olivgrüne, das ist ein Messer, ein Mohrer-Messer ist das. Und Messer und Kompass, das vertragt sich nicht so gut. Das hat der Thomas da mit Absicht gemacht, damit sie das alles. Und wir sagen, der Unterschied von der Gradanzahl, also jetzt zu dem Gebirge zu Weißmond, sind 22 Grad. Und das ist richtig. Übrigens nochmal ein extremes Lob an den Thomas, weil der hat nicht nur ja, die Kamera übernommen und das Schneiden, was extremst aufwendig ist, nein, er hat gleichzeitig nur diese Challenge da übernommen, halt, der was da spricht im Hintergrund und mit dem Messer gerade, das ist unser ja, Cutter, unser ja, wichtigster Mann, neben Robert kann man eigentlich sagen. Und ja, der hat ja alles machen müssen. Der hat Challenge gerade gemacht, der hat filmen müssen, der hat sich Gedanken machen müssen, okay, wie schneiden wir das Ganze? Also fettes Danke nochmal, weil der war gefühlt alles. Der war für alles zuständig. Ich war so gehypt, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wir es wirklich schaffen. Ja, voll. Und ich glaube, es kommt am Video hoffentlich so rüber, wie es wirklich war, weil wir waren komplett überfordert, wie es ja. Von der Kasse ist, so richtig. Ja, gar also kein Plan. Ich habe echt nicht geglaubt, dass wir die Challenge schon schaffen, aber anscheinend hat es funktioniert. Wie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vor allem ich schon wieder mit dem Bier in der Hand, also ja. Toll, den Kompass hat jetzt echt gleich hingekauft, gell? Ja. Ach, da kommen wir in die nächste. Ja, danke voll. Wir haben aber auch nicht geglaubt, dass das so geil wird. Also gerade so noch also vor dem Schnitt haben wir das nicht geglaubt, dass es so gut umgesetzt wird. Erste Aufgabe Standortbestimmung. Zweite Aufgabe Karte einordnen. Haben wir schon. Dritte habt schon. Ach so, nein, das ist nicht. Nein. Ich will wissen, dass ihr findet die Scheidwaldmauer auf 1432 Meter der höchste Punkt. Und die weiße Wand und ich will die Gradabweichung davon. Wie der Max so tut, das hätte einen Plan. 9 Minuten 30, habt ihr noch. Weiße Wand und was war das Scheibwald? Okay.
Richtig auf dem Arsch, let's go. Wir laufen jetzt. Komm mit Max. Ja, das ist also Highlight. Das ist also ein Highlight. Er rennt ins Ziel. Also die zwei rennen ins Ziel und er hat sich wahrscheinlich in dem Moment gedacht, ja man, endlich geschafft. Und dann kommt er dorthin und dann hast du so, ja, ihr habt keine Bussole nicht, ihr müsst nochmal zurück. Ah, jetzt wird's edel, jetzt wird's richtig edel. Ja, fühle ich. Da jetzt. Nein! Was kann er geben? Vor allem der Thomas nur so richtig einhusten. Habt ihr die Bussole? Die Bussolen-Challenge schon gestern. Da war Sense bei ihm. Der hat sich schon am Boden gelegt. Der war schon abgeschlossen. Da, schaut sich seinen Rücken an. Schaut sich den Rücken von Bichler. Der hat alles gegeben. Alles hat er gegeben. Und dann rennt er zurück und jetzt ist er wieder voll genervt, glaube ich, oder? Ja, aber ist der Challenge noch. Geht mit der Bussole. Müssen wir wieder zurücklaufen. Weil wieder mal das Geschiss nicht funktioniert hat. Aber heftig, wie ihr es durchgezogen habt. Also wirklich. Ja. Ah, jetzt noch. Man sieht, er ist kaputt und er macht es trotzdem. Er ist kaputt. Ich schau da vorne. Die schlimmen Knieschmerzen dann vom Stefan. Also der Rest ist einmal gegangen und dann hat der Stefan irrsinnige Knieschmerzen gekriegt. Das heißt, wir haben mit Schmerzmitteln da Abhilfe geschaffen, sagen wir mal so, soweit es gegangen ist. Haben halt viel, viel langsamer gehen müssen, dass er überhaupt runterkommt. Also ich muss sagen, Hut ab. Voll. Wahnsinn, was der für ein Durchsetzungsvermögen hat. Der hat durchbissen, trotz Schmerzen, also ja, Wahnsinn. So. Ja, komplett Respekt. Echt. Ja, jetzt müssen wir... Ja, wie alle kämpfen, ist so geil. Um diese Kackbratzen-Bussole wo zu suchen, wo wir gerade vorhin vorbeigekommen sind. Wir müssen nicht, das war freiwillig, das muss man jetzt hier mal kurz noch in den Raum stellen. Aber wegen von dieser Kackbussole und von dieser Kack-Challenge werde ich mich jetzt sicher nicht auch noch brechen lassen. Ja. Niemals. Ja, hoffentlich tun wir es jetzt nicht bei der Nossenbrücken, weil das war jetzt der Ober da. Aber vor allen Dingen hat es ja erst irgendwie geheißen, dass wir funken sollen vom Forsthäusl da, wo sie uns dann die Challenge durchgeben. Das heißt, man hätte am Weg schon schauen können und hätte nicht dann wieder zurücklatschen müssen. Aber gut, ist jetzt so und machen wir. Was ich ja extrem geil gefunden habe, das hat man gerade richtig gut gesehen. Ich glaube, den Stefan kann man nicht brechen. Also wirklich, man sieht ja das auf der Kamera vielleicht nicht so, also so auf die Videos, weil natürlich nicht alles eingefangen werden konnte. Aber der war erledigt. Also mit seinem Knie und also da war wirklich, da waren die 100%, die waren erreicht. So. Und er hat trotzdem noch so den Ehrgeiz, dass er sagt, nein, jetzt erst recht nicht. Also für das echt Hut ab. Das habe ich so gefeiert, wie ich das dann gehört habe. Also wirklich richtig, richtig geil, wie der da durchgezogen hat. Also echt Wahnsinn. Das habe ich so gefeiert. Passt. Seid ihr ready? Okay, schaut mal her. Der Lou ist da. Lou, servus. Danke, kann ich nur zurückgeben. Danke. Schade, dass du nicht dabei sein können hast beim Rennen. Okay. Aber er war im Hintergrund dabei. Er war im Hintergrund dabei. Perfekt. Und jetzt kommt der andere Spaß. Das Messer wieder. Das Messer liegt wieder dort. Na sicher. Aber ich glaube, sie checken es nicht. Weißt du, da kann man sich da orientieren an den Linien. Ich nehme mal das Messer weg, weil sonst tut es dir dann so. Okay. So, jetzt. Wir sind eingenordet. Wir legen den Kompass auf weiße Wand und Scheibwaldhöhe höchster Punkt. Und sind wie viel bei ist das? 943 Meter. Bitte was? 943 Meter. Du hast Scheibwaldhöhe gesagt. Scheibwaldmauer habe ich gesagt. Scheibwaldmauer. 1432. Entschuldigung. Leg's nochmal an. Entschuldigung. Wolltest du das nicht gewinnen? Was ist los mit euch? Wir hören so schlecht. Da ist, glaube ich, gefühlt war hier bei dieser Challenge der Max das erste Mal so richtig genervt. Also man kriegt es ja schon ganz leicht mit. Also ich glaube, er kann mich gerne ausbessern, aber ich glaube, das war so der erste Moment eigentlich, wo das Rennen mehr oder weniger vorbei ist, wo der Max das erste Mal richtig genervt war. Also er hat keinen Bock mehr, ja, hat er gerade gesagt. Also 65,
65 Grad. Die Challenge war aber ein Hund, die war ein Hund, die war wirklich. Nein, das sind keine 65 Grad, Mann. Challenge war ein Hund. Ja, Abweichung, das sind keine 65, 22. Ja, es war jeder schon am Sand, also wirklich, man merkt es, es waren alle von schon Norden ziemlich. Ausgehend. Co. Wenn da Norden ist, wie ist das da? Ach so. Also Max, was ist jetzt? Was ist jetzt, Max? Max, was ist jetzt? Warst du nicht beim Bundesheer, Max? Warte, wie hat er gesagt, wie heißt das andere? Wurscht, wir haben die 10 Minuten nicht mehr. Wo ist das andere? Da, weißer Band. Und das andere heißt? Da. Genau. Aber Ameisenbichel ist. Ameisenbüttel. Bündel, ja. Bündel. Ist der Ort. Ameisenbüttel wäre der Ort. Das zumindest. Gewesen. Das hätte man zumindest gefunden. Welcher Ort? Haben wir eh gesagt. Jetzt. Ameisenbichel. Da, er deutet hier drauf. Es ist einfach ganz woanders. Da Ameisenbüchel. Da. Und da sind wir. Wo ist unser Standardbüschen? Das ist ein Wahnsinn. Es ist einfach ganz woanders. Es ist so geil. Es ist so geil. Also, Sie haben die Karte eingenordet. Standort nicht. Und ich muss das nur eine sagen. Und Farbcode haben wir. Farbcode, das passt. Und Gradabweichung haben wir auch nicht gehabt. Passt. Was für mich? Ja, voll. Der Thomas war richtig. So. Ja. Und ab wieder zurück. Genau. Aber der Thomas ist auch so ein Typ, der hat richtig Bock drauf. Der hat richtig, richtig Bock drauf, dass er die malträtieren kann. Das kommt wahrscheinlich wirklich vom Bundesheer. Also das hat er ja bei uns da oben am Berg auch gemacht. Da hat er, das hat man alles so also mitgekriegt vielleicht, so nicht, also schon, aber nicht 100% natürlich. Da hat er im Funk und auch im Handy, der hat mir WhatsApp geschrieben, schon beim Raufgehen, wie wir sie verrennt haben, wo er gesagt hat, so, ja, also wir sitzen in der klimatisierten Gondel, ihr werdet es schon irgendwie rauffinden, ihr werdet es schon machen. Und dann kriegt man wieder so eine Nachricht von, wo er ein Bier trinkt und er weiß ganz genau, ich will endlich ein Bier und dann lasse ich mich 3-4 Mal bei der Hütte vorbeirennen, ohne Bier natürlich. Also der muss geil auf das sein, das kann man doch keiner erzählen, dass der nicht richtig geil drauf ist. Also der feiert das richtig, wenn er die... Ja, wie, genau, der Thomas, der hat uns maximal segiert. Aber richtig, aber alle. Das gibt's ein Handy. Nein. Das war kurz. Das ist einfach nicht die. Na, sagen wir einordnen, das hat jetzt noch nicht so funktioniert. So, das, jetzt sind wir an dem Punkt. Bichl, falls du das, du bist jetzt leider nicht hier, aber falls du das noch sehen solltest, ja, das war das, was mich du mehr oder weniger ausgelacht hast. Ja, Wolf, du zeigst mir das dann einfach, da geht es ja um nichts, oder? Das machen wir schon irgendwie, das wird schon gehen. Ist vielleicht doch nicht ganz so einfach gewesen. Eine Standortbestimmung, was ist bei der bei die Grad rausgekommen? 330. Gut, richtige Antwort war halt gewesen 22. Okay. Das war 330. Aber es gibt einen Punkt für die Standortbestimmung, das heißt. Da ist ja 20. Ja, na, weil der immer noch der Strich da ist. Ja. Passt. Ihr habt einen Punkt für die Standardbestimmung, das passt schon. Der Rest schicke ich gerne. Hans Holen? Ja, geil. Was für Teams hat sie nochmal? Team Chaos. Na. Ich habe uns immer Team Chaos genannt von der Gruppe. Ja, das nennen sie alle. Wie ist das Delta? Farbcode? Gelb, bla bla rot. Genauso jetzt. Passt, super. Punkt. Wie einfach auch ihr vertraut hat, ja, sie wird schon sagen, das war genau das gleiche bei mir, also wir haben es schon gewusst, aber ja, ich hätte es in dem Moment nicht so schnell sagen können. Farbcode? Blau-gelb. Rot-blau. Richtig, Punkt, super. Alle Punkte, oder? Karte ist abgecasht. Wo ist unser Standpunkt? Warte, da ist der Dings da. Richtig. Gradabweichung zwischen die zwei Punkte. 22. Wie bitte, nochmal? 22 Grad. Alle drei ja, gut. Punkte. Mit einem Segler und einer Bergführerin im Team. Also, dass die das schaffen, haben wir nach fast auch. Nach Absolvierung der Navigationsstation werden die Teams in das Basislager retour gebracht. Doch auf dem Weg dorthin wartet noch eine kleine Überraschung. Die Challenge habe ich so gefühlt. Die Wasserloch-Challenge die habe ich richtig gefühlt. Probe für die Teams da. Die Teams sind gefordert, einen ca. 50 Meter langen Tunnel zu durchschreiten. Neben der Dunkelheit ist der Weg durch das steinige und rutschige Wasserbett wohl die größte Herausforderung. Pro Teammitglied, welches die Challenge absolviert, kann ein Zusatzpunkt errungen werden.
Vor allem das kalte Wasser war für den Fuß auch richtig geil. Max wieder richtig am Start. Da haben wir gewusst, es ist vorbei. Ich da haben wir richtig gefreut. Also ich habe den Helm schon aufgehabt. Allerdings, da mir ich oben den Knöchel verstaucht habe. Oh ja. Oben nämlich und, schon. Oben und sie hat durchgezogen. Bis ich aber geschafft habe, ohne irgendeine Unterstützung oder Hilfe oder sonst was, habe ich dann die Challenge mit. Leute, ich habe die. Sieht man das noch? Ich weiß es nicht. Die Fotos und so. Sieht man ihren Fuß noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es eigentlich schon gesehen, aber. Also wir haben die dann im Chat noch gesehen, der war heftig, also der war schon einmal, also der war wirklich blau, der war wirklich blau. Ja, Lu, hättest du was gesagt? Hey. Weil der Lu gerade reinschreibt, Lu hat gerade reingeschrieben, er hätte uns durch ein Bergwerk gejagt, ja, mir brauchst du es nicht sagen, also ich, let's go, ich war dabei gewesen, aber du hast ja keine Zeit gehabt, das war eher das Problem, aber Bergwerk, da war ich am Start gewesen, da war ich dabei gewesen. Die Clean Nature Ding war Challenge war mit Abstand die beste. Also die habe ich so geil gefunden. Das mit dem Müllsack und Zigaretten mitnehmen und so, die war richtig geil. Maximal 14 Stunden, so weit waren wir nicht weg. Kann ich sagen endlich. Das ist das, das habe ich auch noch nicht erwähnt, das hätte ich ja wenig genau. Ich habe schon mal eine Story, das war, glaube ich, sogar, das war bei der ersten Folge, da hätte ich das nämlich fast geleakt. Ich weiß nicht, was sieht, wahrscheinlich jetzt nicht so irgendwie, aber da steht halt drauf, wie ich einen Platz wir gemacht haben und es steht schon seit Wochen neben meinem PC. Seit Wochen und ich habe es am Anfang natürlich halt normal da stehen gehabt, dass man es halt sieht, weil ich wohne eh alleine. Ja, und dann mache ich so eine Story und zum Klick, ich habe gerade kein Internet oder der Upload hat so lange gedauert. Und dann schaue ich mir das nochmal an und ja, dann bin ich drauf gekommen, ich hätte das eigentlich komplett geleakt, so irgendwie nach der ersten Folge. Also ja, zum Glück hat das nicht funktioniert, weil das war ja ultra fail gewesen. Voll. Die Dinge haben wir gekriegt, ich kann es jetzt sagen, fühle ich gescheit. Also wir haben ja nicht gewusst, dass wir das kriegen oder dass wir was kriegen. Voll. Und das wird auf jeden Fall bei mir zu Hause aufgehängt. Fühle ich richtig. Und ich bin ein bisschen stolz drauf, bin ich schon, weil es war ein heftiges Rennen. Es war wirklich ein heftiges Rennen und das habe ich aber auch so geil gefunden. Genau, das wird aufgehängt und in erster Linie waren wir aber natürlich froh, dass jeder runtergekommen ist, ohne gröbere Verletzungen. Also nochmal fettes Props an alle. Also wirklich saugeil, dass ihr das alle so durchgezogen habt und dass wir das gemeinsam generell so durchgezogen haben. Da ist, ja, auf die ganze Aktion, der Platz ist absolut komplett nebensächlich, weil das ganze Projekt einfach ultra geil war, aber dazu sage ich dann erst später noch mehr. Aber ich hätte fast nach der ersten Folge hergezeigt. Ich habe das 100% geil gefunden, alles. Die Organisation am Anfang, das Kennenlernen am Anfang. Da merkt man es vielleicht schon, das ist relativ spät, das Interview, ich war glaube ich auch der allerletzte. Da, das Wort Organisation hat schon immer ganz so funktioniert. Da hat das Bier von Sitzenberger hat ein bisschen reingesessen, sage ich jetzt einmal. Da habe ich ein bisschen ein Sitzen gehabt. Ganz leicht. Aber es war geil. Es war wirklich geil. Komplett geil. Derer Meinung also, bin ich immer noch. Ich bin dabei.
Gebt mir ein Datum, ich bin dabei. Egal, um was geht. Ich bin dabei. Und wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht, aber ich bin dabei. Kann ich nur wiederholen. Ja. Eins. Ja. Ja, das Rennen war absolut geil. Die Emotionen, die da dabei waren, die Herausforderungen, die da dabei waren, und wie wir im Grunde da, alle miteinander mit letzten Aufnahmen sind. Nach der Nacht bei der Hitten, wie wir uns da unterhalten haben. Auch beim Abstieg, die Teams sind sich immer wieder miteinander begegnet. Das war so geil. Es ist einfach geil, gell? Wie man da aus einem Haufen eigentlich fremder Menschen nach so einer Aktion eine Runde von Freunden eigentlich macht. Das ist eigentlich eine gute Idee, aber du bist so was weg. Ja, aber es wird wert in der Folge. Ist das so? So, jetzt stoppe ich nochmal kurz. Nein, wir schauen, es ist fertig. Ja, da kommt ganz am Schluss kommt was, aber kurz, möchte ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ja, besser wie der Flo hat man es gerade nicht sagen können. Man muss jetzt echt mal dazu sagen, wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Vielleicht wird es eh noch irgendwo erwähnt, aber wie bin ich dazu gekommen? Das war irgendwie, glaube ich, im Winter, Ende des Jahres, Anfang des Jahres, also davor halt, ne? Voriges Jahr, glaube ich, Ende des Jahres oder heuer im Jänner oder irgendwie so, irgendwann, keine Ahnung. Da bin ich angeschrieben worden auf Instagram. Ich habe eigentlich nur richtig kennt, glaube ich, in Bichl. Und den habe ich auch noch nicht oft gesehen gehabt in dieser Zeit. Dann bin ich halt so angeschrieben worden vom, ich glaube, eh vom Robert und so. Und vom Max, glaube ich, irgendwie so in die Richtung. Jo, ob ich nicht Bock hätte, quasi auf so ein Biwak-Ding, wo wir alle zusammenkommen. So ein bisschen so österreichisches Biwak halt quasi. Und ich habe aber eigentlich keinen kennt, außer so in Bichl halt. Und haben wir gedacht, ja gut, bin ich auf jeden Fall dabei, weil spontan bin ich eh immer. Und dann bin ich halt da hingefahren. Da war ich übrigens, mein Auto hat da Schlüssel und so, hat es da ziemlich große Probleme gegeben. Wie immer habe ich meinen Schlüssel verloren, über eine ganze Nacht nämlich. Dort, wo du keinen Empfang hast, also absolut keinen Empfang. Und voll, dann sind wir da beim Lagerfeuer gesessen und auf einmal kommt der Robert so mit der Idee, wie gesagt, erste Lagerfeuer überhaupt mit denen. Da waren einige von denen dabei, der Stefan und so war dabei und auch hinter die Kamera, der Thomas und so. Die waren auch am Start, ja. Und voll, dann hat es halt geheißen, ist die Idee so, auf die Nacht beim Lagerfeuer hat der Robert das so präsentiert und sagt so, hättet ihr da Bock? Und hat halt die Idee so rausgehört und wir haben natürlich Bock gehabt. Aber ganz ehrlich, ich hätte geglaubt so, das ist so, also wirklich, ich habe ja den nicht gekannt so wirklich. Ich habe mir gedacht, ja, das ist halt jetzt so dahingerede, wäre geil, wenn das passieren würde. Aber zu dem Moment habe ich mir nicht gedacht, dass das passieren wird, so wie er das verzögert hat. Und ja, was soll ich sagen, es war absolut geiler, wie ich mir vorstellen können hätte. Heftig, man muss bedenken, wir sind ja alle, allesamt unbekannt. Also sagen wir es ehrlich, wir sind alle in YouTube und so komplett unbekannt. Und dass der Robert natürlich mit Hilfe von Thomas und so weiter das so auf die Beine gestellt hat, als komplette No-Name-Party, sage ich jetzt einmal, die Qualität ist ja geisteskrank. Also mein Fazit, er hat mich auch schon gefragt, so zwecks Staffel 2 und so, ist noch nichts fix, das muss alles gepusht werden, man braucht Sponsoren, das ist das Nächste, er hat die ganzen Sponsoren auftrieben, volles Programm und ja, also für mich war das eine absolut geile Erfahrung. Also wirklich mal dahingestellt, welcher Platz und so, das ist alles komplett nebensächlich, aber wie es der Flo erwähnt hat, ich bin froh an alle, die was jetzt da dabei waren, hinter der Kamera, vor der Kamera, die Teams, all, ich bin absolut froh und das ist eins der geilen Sachen an Social Media, neben die ganzen blöden Sachen, was es sonst noch gibt, aber dass man so Leute wie euch kennenlernen kann, das ist krank. Da gehörst natürlich Lou, du gehörst natürlich auch dazu. Ja, ich und mein Schlüssel, ja, haben wir schon wieder. Ich verliere immer alles, aber so richtig heftig wichtige Sachen auch. Genau, ich bin ultra froh, dass ich euch alle kennengelernt habe, wirklich. Und das war zum Beispiel ohne Instagram niemals passiert. Und ihr seid alle genauso Banane im Kopf wie ich, jeder ein bisschen auf seine eigene Art, jeder hat so seine eigenen Themen, aber im Endeffekt haben wir eine richtig geile Freundschaft alle entwickelt, würde ich jetzt auf jeden Fall behaupten. Und wirklich, egal was jetzt noch kommt, wäre natürlich absoluter Traum, wenn Staffel 2 kommen könnte und das funktionieren würde. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich kann nur sagen, egal was da jetzt noch kommt, das war einfach absolut das geilste Projekt, wo ich jemals am Start war. Wirklich die Vorbereitung, das Zusammenkommen. Wir haben ja einen Tag vorher also ein bisschen ein zusammen ein Kennenlernen gehabt und da ist schon, ja, war schon ganz gemütlich auf ein paar Bier oder so, bei dem einen weniger, bei den anderen mehr.
Bichl oder so. Ja, und jetzt auch danach, wir haben danach natürlich noch ein Rennen, haben sie alle nochmal, oder fast alle, ich glaube die Patricia ist heimgefahren, aber gut, die ist glaube ich auch nochmal zum Arzt oder so, weil ihr Fuß war halt echt heftig. Ja, und der Rest ist nochmal über Nacht geblieben und haben ein bisschen getrunken, über zukünftige Projekte noch geredet, ja, und die ganzen Freundschaften noch mehr gefestigt. Also es war mir eine absolute Ehre, wirklich komplett geil und wirklich an die ganzen Leute, die da alle irgendwie mitgewirkt haben, natürlich in erster Linie an den Robert und an den Thomas, geisteskrank, geil, es war mir wirklich eine Ehre, ich bin wirklich, wirklich happy, dass ich dabei sein dürfen habe, also wirklich, ja, wir haben eh schon wieder bald, sehen wir sehr wieder alle, hoffentlich, ja, ich kann nicht mehr sagen, wie fettes, fettes Danke und an alle da draußen, an euch, pusht das Projekt, teilt es vielleicht noch und ja, wir schauen, was so kommt. Schlüssel, was? Schlüssel, erinnere ich mich noch, den hast du, was denn? Den habe ich dann gefunden. Ah ja, ja, du warst es. Ja, schau, ja, zum Schlüssel. Wir waren da mitten im Nirgendwo, weil es jetzt gerade noch mal Check geschrieben worden ist vom Stefan. Wir waren da mitten im Nirgendwo und ich bin, glaube ich, mit dem Thomas als letztes nachgekommen. Und es war ja schon so ultra fail. Ein paar haben ja da voll die Geländeautos und so von denen. Und ich bin mit dem Audi gefahren, mit meinem alten Audi, der jetzt gerade übrigens kaputt ist. Und der ist halt ein bisschen tiefer gelegt. Und ich habe nicht gewusst, wo ich stehen bleiben muss. Ich habe nur die Karten geschickt gekriegt und man hat halt keinen Empfang gehabt dort. Und ich habe mir gedacht, ja, ich fahre einfach mal, bis dass ich die Autos sehe. Und ich bin dann mit meinem Auto, nämlich mit meinem komplett schwindligen Auto, bin ich die Forststraßen runtergefahren, weil von denen hat ja keiner Empfang gehabt. Und ich bin halt nur der Karten nachgefahren. Und ich habe mir schon die ganze Zeit so gedacht, das gibt's nicht. Die Straße ist so maximal unsafe. Das war irgendeine Forststraße. Und ich bin schon 3-4 Mal aufgesessen und habe Holz von der Straße wegräumen müssen, weil ich nicht drüber gekommen bin. Und dann stehe ich da ganz unten, wirklich weiter habe ich nicht fahren können, weil es war, da ist keiner unten gestanden. Dann haben wir gedacht, wo stehen die alle? Jetzt bin ich schon voll weit gefahren, jetzt bin ich einfach weiter gefahren wie alle anderen. Und dann habe ich halt im Stress halt irgendwo den Schlüssel da unten verloren beim Abigehen. Und dann habe ich eine ganze Nacht nicht gefunden. Und am nächsten Tag beim Heimgehen sind die anderen dann sogar extra noch ein bisschen länger geblieben, weil ich hätte nicht einmal anrufen können, du hast keinen Empfang gehabt, nichts. Also ich hätte da raufgehen müssen, nächste Ortschaft oder zum Wirtshaus oder so, und dann hätte ich anrufen können. Und dann hat der Stefan den Schlüssel zum Glück gefunden, sonst war ich nicht einmal nach Hause gekommen. Ja, genau, das so viel nur zu der Side-Story. Ja, es hat mich gefreut, dass am Start war. Genau, das war der letzte Stream von mir. Fühle. Ja, Leute, das war's. Wie gesagt, an alle da draußen schöne Weihnachten. Ich muss jetzt noch Zeug packen, weil morgen geht's ab. Saufi. Ja, würde jetzt der Lu, glaube ich, sagen. So. Ja, Leute, das war's. Aber wie gesagt, man sieht sie. Sonntag kommt ein Video. Da könnt ihr was gewinnen. Ein Feuerstall. Einfach abchecken, würde mich freuen. Und ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut's rein. Servus. Für euch. Dankeschön. Ciao. Prost, Lu. Super Stream, danke. Prost an euch alle da draußen. Jetzt aber wirklich. Jetzt schalten wir aus. Es ist soweit. Der letzte Stream von mir auf YouTube. Und ich hab Probleme, das ist alles schuld.